Ja, herzlich willkommen bei uns in den Geistesblüten zur Deutschlandpremiere von Detransition Baby. Hi everyone, thank you so much for coming. Was so entscheidend ist, dass es keinen anderen Beweis für geschlechtliche oder Identität gibt als die Auskunft der Person selbst. In Deutschland warten seit vielen Jahren Transmenschen auf eine Reform bzw. auf eine Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes, obwohl das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht hat, dass im transsexuellen Gesetz gestellte Bedingungen gegen Grundrechte verstoßen, müssen Transmenschen immer noch durch ein demütigendes und sehr langwieriges gerichtliches Verfahren durch. Dazu gehören 2 Begutachtungen, die sie am Ende auch noch selbst bezahlen müssen. Und das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz möchte all das ändern. Nach der Reform soll die rechtliche Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags im Personenstand zukünftig beim Standesamt möglich sein. Dafür würde die Selbstauskunft der Personen reichen, damit würde diese langwierige Begutachtung wegfallen, genau wie die Gerichtskosten, die übrigens bei etwa 2000 Euro liegen. I just mentioned that there is no other proof of gender identity as the information of the person herself. And in Germany, trans people are waiting for many years for reform or for the abolition of the so-called transsexual law. Although the Federal Constitutional Court has made it clear that the conditions set in the transsexual law violate fundamental rights, talking about like this judicial process, the assessments, and the really high costs. So, and in future times, they're thinking about reform, and they, even though they want to abolish the sex, for this, when this reform will be true or will be done, the self-reflection of this person would be sufficient. So I'm very curious about the situation in the U.S. Is self-disclosure sufficient, or are expert opinions still necessary? It's very interesting this question, because I know they have a similar question in the U.K. right now. The question of self-ID laws, is self-identification enough? And I think really what I can talk about is sort of the American history and the American context of this, that I do believe that trans culture in the United States is very strong compared to places, that I've been elsewhere. And the reason that it's strong has to do with the fact that the way that the medical care system works. So in the UK, I don't know about in Germany, what happened is you went and you said that you were a woman and you did all this stuff, and then you got free healthcare. And so the question was, what is sufficient in order to get trans care? That was the big question of the law. In the United States, there was no point at which, if the government said you're a woman or doesn't say you're a woman, you're not going to get healthcare either way. You have to pay for it. There's no threshold at which, okay, you're a woman enough that we'll pay for your surgeries. That's how it was historically. And so what ended up happening is that trans people had to get together to pay for our own healthcare. We had to form communities to figure out, how are we going to get hormones? How are we going to take care of each other? How are we going to, basically live? How are you going to do all this stuff? And it was all outside of the state. And so the interesting thing that's happening now is that these questions were in some ways beside the point in the United States. The government can say, I didn't bother to change my passport for a long time because it didn't matter whether it said an M or an F on my passport. I didn't get anything one way or another except slightly less harassment at the airport, and I wasn't flying that much, so who cares? Whereas I think what's happened as trans care has become available through institutions is that the state in some ways has much more power over trans lives and over deciding whether or not how trans people call themselves and in regulating in some ways trans people. So for me there's always a double-edged sword in needing the approval of the state one way or another. Like for me, if I was German and the state said, okay, your say-so is enough legally,
well, I don't know that I wanted that in the first place. You know, all I wanted was basically a good standard of life. I wanted an ability to have the things I need. And the you know, if someone said, hey, you're a transsexual, but we're gonna give you healthcare, great, I don't care, call me whatever you want. Like, I just want a decent life. And so the question of language versus material possibilities is really the distinction that I care more about than whether or not the government of whatever country puts whatever letter on that stuff. There's, and this, I should say very clearly, is my opinion. There are many trans people who would say that's absolutely wrong. We need the dignity of having our gender validated. We need the dignity of the government that represents us seeing who we are. But I come from this American context. I come from a context in which trans people were very much about, we'll just do it ourselves. So the idea of going back to needing that is to me a backward step. To some other trans person, that they would say that I'm absolutely wrong and I'm leading everybody on the wrong path. And that's why, going back to your first question, I don't necessarily think I should be the person representing. I just say, this is what I think, and there's plenty of other people who will tell me how incredibly wrong I am. Im Augenblick ist es ja noch so, dass diese Begutachtung notwendig ist und danach entschieden wird, obwohl es gar keinen hundertprozentigen Beweis gibt, weil es nur aufgrund einer Selbstauskunft möglich ist, ob Transgeschlechtlichkeit vorliegt oder nicht. Ich wollte von Tori eigentlich wissen, ob sie mit dem Gedanken dieser Reform geht, ob sie auch für die Abschaffung dieser Gutachten ist und natürlich dann auch dieser Kosten. Und sie sagte, so einfach ist es für mich nicht. Erstmal kann ich nur für mich als einzelne Person sprechen. Ich bin jetzt nicht für die Amerikaner da. Sie hat zwei Beispiele aufgemacht, nämlich dieses Beispiel in UK, aber jetzt zu den, jetzt, und weil sie jetzt direkt da trifft, zu dem Beispiel in den USA, was dann in jedem Staat einzeln gelöst wird. Es gibt keine gesamte Lösung für die USA. Lösung ist in dem Fall vielleicht auch so als Ansatz der falsche Begriff, weil es geht ja um die gesundheitliche oder medizinische Versorgung. Deshalb sagte Tori, sie ist in Situation und sie kennt auch andere Situationen, dass diese gesundheitliche Betreuung, Versorgung, all das, was es an Folgekosten mitbringt, dass sie nicht abgesichert sind. Käme sie jetzt auf die eine oder die andere Weise, ob nun in einem Gespräch nach der Begutachtung oder durch die Selbstauskunft in die Situation, dass sie medizinisch versorgt würde, steht ihr das im Weg? Deswegen kann sie das natürlich nicht eins zu eins beantworten. Erstmal ist sie nicht deutsch und sie weiß, dass sie für diese Haltung von genügend anderen attackiert wird und sie wird das heute auch nicht politisch lösen können. There are some tests and questionnaires which are able to testify whether you're bisexual or gay or transsexual. In your book, you came up with a test called Kugiati test, and it was established by a trans woman. And I'm curious whether it's true or not. And did you ever fill in one of these questionnaires yourself? Yeah, that is true. I didn't make that up. It was in the 90s, there was a test that you could go online to see if you were transsexual or not transsexual. And it was created by a trans woman, but it's also, I mean, this is the thing, it's trans women can create all sorts of harmful things about being trans, because there's a whole generation of trans women who wanted to transition, went and looked at the test, got, no, you're not trans, and then didn't transition for another like 10 years. And they're like, well, this basically fake online test said I was, you know, it was early internet, so you were like, oh, the internet can't be wrong, you know. So they wouldn't transition. And so part of what I, you know, in the book, I combine that test with, if you've seen the movie Blade Runner, the test to see if you're human or not, you know. And basically it's the same thing. It's like, well, if you think you're human, are we really going to say you're not human? Or, you know, it just becomes a little bit ridiculous. And I think that's a little bit, you know, this is an extreme example of the idea that you can test for these clear classifications in any kind of person in whatever way.
Wir wissen ja alle, das Internet lügt nicht. Ne? Also man kann seine Doktorarbeiten aus dem Netz fischen oder einfach auch dort abpinseln. Man kann aber auch Tests machen. Es gibt Tests, die einem bescheinigen, ähnlich wie der Valometer, den Sie vielleicht schon mal ausprobiert haben, welcher Sexualität man angehört, welche man frönen sollte oder welche vielleicht demnächst ums Eck biegt. Und da das in den Anfängen von Internet war, war dieses Hinterfragen, ja, man hat alles für wahr genommen. In dem Buch gibt es einen Test, der heißt Kogiati, den sich eine Transfrau ausdachte. Und Tori hat sicher auch solche Tests schon mal gemacht, aber jeder kann sich seinen eigenen Reim draus machen. Aber jetzt schwenken wir doch lieber nochmal zurück zum Buch, zu der deutschen Übersetzung. Sie hält das Handy vor sich, prüft die Nummer. Wer ist da? Der Tonfall des Mannes verändert sich, wird eher herausfordernd als entschuldigend. Rhys, hi, sorry, ich bin's, Ames. Draußen im Wagen kann sie ihren Cowboy sehen, der Schein seines Handys beleuchtet die Brille, die er nur zum Lesen trägt. Sie wendet sich ab, als könnte er sie durch die Glasfenster des Wagens und die Glasscheiben des Restaurants über das Scheppern aus der Küche und die Gespräche der verschiedenen Gäste hinweg hören. »Warum rufst du an, Ames? Ich dachte, wir reden nicht mehr miteinander.« »Ich weiß.« Sie wartet, presst die Lippen zusammen. Sie kann ihn atmen hören. Sie will ihn dazu bringen, als Erster zu reden. »Ich will dich nicht stören«, fährt er fort. »Ich hatte auf deine Hilfe gehofft.« »Meine Hilfe? Hast du dir nicht schon alles genommen, was es bei mir zu holen gibt?« Er schweigt. »Ob ich mir...« Er klingt aufrichtig, erstaunt. Genau das war sein Problem, dass er nicht begriff, was sie seinetwegen verloren hatte. Ja, vielleicht habe ich das verdient, aber deshalb rufe ich nicht an, ehrlich. Eher im Gegenteil. Ich habe gerade ein Date. Ich warte beim Thai aufs Essen. Das zu sagen ist rachsüchtig, das weiß sie. Aber sie kann nicht anders. Er hat sie abserviert und dafür will sie sich revanchieren. Außerdem soll er sehen, dass ihr Leben weitergegangen ist. Ich kann auch später nochmal anrufen. Nein, du hast Zeit, bis mein Essen kommt. Sieht uns da jetzt irgendein Typ zu? Ich hol was zum Mitnehmen. Er wartet im Auto. Ein befriedigendes Sirren in Rhys' Brust. Wie auch immer Ames sich dieses Gespräch vorgestellt hat, sie hat es an sich gerissen. Okay, sagt er. Ich hatte gehofft, die Sache ausführlich erklären zu können, aber dann machen wir es so, wie du willst. Weißt du noch, dass du immer ein Baby mit mir haben wolltest? Dass das unser Plan war? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wenn er sie deswegen anruft, er tut anderen nicht aus Spaß weh. Und er muss wissen, dass ihr die Frage weh tut. Noch dazu so brutal direkt. Sie kommt sich dumm vor, weil sie gesagt hat, dass sie ein Date hat. Wünschst du dir das immer noch? Ein Baby, meine ich? Seine Frage endet in einem hohen Ton, als hätte er Angst vor seiner eigenen Dreistigkeit. Was soll der Scheiß? Natürlich will ich immer noch ein Baby, blufft sie. Das ist schön, Rhys, sagt er. Er klingt erleichtert. Sie kennt ihn so gut, dass sie geradezu vor sich sieht, wie sich sein Körper entspannt. Es ist nämlich was passiert. Und du bist irgendwie trotz allem noch der einzige Mensch, mit dem ich darüber sprechen kann. Nach allem, was zwischen uns war, kann ich dich bitte, bitte sehen? Bitte. Ich muss mit dir reden. Du musst mir schon mehr erzählen, Ames. Er atmet aus. Na gut, ich habe eine Frau geschwängert. Ich bekomme ein Baby. Rhys kann es nicht fassen. Sie kann nicht glauben, dass Ames sie anruft, um ihr zu sagen, dass er das bekommt, was sie so verzweifelt wollte. Sie schließt die Augen, zählt bis 5. Die Kellnerin lässt eine braune Tüte auf die Theke plumpsen und bedeutet ihr, dass das ihre Bestellung ist. Aber Rhys beachtet sie nicht. Ihr Cowboy, sein 5-Sterne-Curry, die Antibabypille, die er ihr später geben wird, alles weg. Amy hat irgendwie irgendwo das Unmögliche geschafft. Sie ist an ein Baby gekommen. Katrina sitzt vor Ames Schreibtisch auf dem Stuhl mit den Rollen. Eine ungewöhnliche Umkehrung der Situation. Da sie seine Chefin ist, geht Ames praktisch immer zu ihr ins Büro und sitzt vor ihrem Schreibtisch.
Katharina durchwühlt eine Aktentasche, holt eine Mappe heraus und lässt sie auf den Schreibtisch fallen. Dass sie in sein Büro gekommen ist, macht ihn nervös. Er fühlt sich wie ein Jugendlicher, zu dem gerade die Eltern ins Zimmer kommen. Also, sagt sie, es ist da. Es ist real. Er greift nach der Mappe. Er hat eine gute Körperhaltung und lächelt sie unbekümmert an. In der Mappe sind Ausdrucke von einem Online-Patientenportal. Meine Gynäkologin, sagt Katharina und mustert ihn, hat noch einen Bluttest gemacht und eine Beckenuntersuchung gemacht und das hat die Testergebnisse von zu Hause bestätigt. Ohne Ultraschall kann sie aber nicht sagen, wie weit ich bin und deshalb haben wir für übernächsten Donnerstag einen Termin ausgemacht. Mir ist klar, dass du noch nicht so genau weißt, wie du das findest, aber vielleicht hilft es ja, wenn du mitkommst. Wenn ich weiter bin als vierte Woche, können wir das Baby vielleicht schon sehen. Also ich meine den Embryo. Ihm ist bewusst, dass sie seine Reaktion genau beobachtet. Als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, war er nicht in der Lage gewesen zu reagieren. Wieder spürt er diese Benommenheit, nur dass er diesmal schlecht Zeit schinden kann, wenn er ihr sagt, er will noch die offizielle Bestätigung abwarten, bevor er sich emotional darauf einlässt. Unglaublich, sagt er und versucht ein Lächeln hinzukriegen, das ihm aber zur Grimasse verrutscht. Dann ist es also Fakt. Da wir hier, er sucht kurz nach einer Formulierung, ein ganzes Dossier voller Beweise haben? Katharina setzt sich anders hin, schlägt ein Bein über das andere. Sie trägt coole Keilabsätze. Er achtet immer auf ihre Kleidung. Halb aus Bewunderung, halb aus Gewohnheit, weil er immer beobachtet, was sich in der Frauenmode tut. Deine Reaktion ist etwas schwer einzuordnen, sagt sie vorsichtig. Ich weiß nicht, ich dachte, wenn du es schwarz auf weiß siehst, kann ich vielleicht einschätzen, was du eigentlich empfindest. Sie macht eine Pause und schluckt. Aber das kann ich immer noch nicht. Er sieht, wie viel Mühe es sie kostet, sich zu dieser Erklärung durchzuringen. Er steht auf, geht um den Schreibtisch herum und setzt sich halb drauf, direkt vor sie, sodass sein Bein ihres berührt. Er dreht die Ausdrucke um, eine Liste mit Untersuchungsergebnissen, die für ihn aber keinen Sinn ergeben. Sein Hirn produziert einen Kurzschluss, wenn er die eindeutigen Fakten, er wird Vater, mit den Fakten in seinem Herzen abgleicht. Er sollte nicht Vater werden. Vor 3 Jahren hat Ames aufgehört, Östrogen zu nehmen. Seine letzte Dosis hat er sich an Reeses 32. Geburtstag gespritzt. Reese, seine Ex, lebt immer noch in New York. Sie haben seit 2 Jahren nicht miteinander gesprochen, auch wenn er ihr letztes Jahr eine Geburtstagskarte geschickt hat. Eine Antwort hat er nicht bekommen. Während ihrer Beziehung redeten sie immer selbstsicher davon, dass sie mit 35 ein Kind hätte. Soweit er weiß, ist es nicht dazu gekommen. Erst jetzt, 3 Jahre nach der Trennung, ist Ames in der Lage, sich beiläufig über Reese zu äußern, sie meine Ex zu nennen und ohne zu stocken weiterzusprechen. Denn in Wahrheit vermisst er sie immer noch so sehr, dass es gefährlich ist, über sie zu reden, an sie zu denken, wie ein Alkoholiker, der nicht zu viel darüber nachdenken darf, wie gern er nur einen einzigen Drink hätte. Wenn Ames viel an Reese denkt, fühlt er sich verlassen und wird wütend und kriegt schlechte Laune. Und das Schlimmste, er schämt sich, weil er kaum erklären kann, was er noch von ihr will. Eine Zeit lang dachte er, es wäre was Romantisches, aber sein Begehren hat nichts Sexuelles mehr. Er vermisst sie eher auf eine familiäre Weise, so wie er seine Herkunftsfamilie vermisst und sich von ihr verraten fühlt, nachdem sie in den ersten Jahren seiner Transition den Kontakt abbrach. Reese war nicht nur seine Geliebte gewesen, sie war sowas wie seine Mutter. Sie hatte ihm beigebracht, eine Frau zu sein, oder er hatte mit ihr gelernt, eine Frau zu sein. Sie hatte ihn in einem frühen, formbaren Stadium seiner Entwicklung kennengelernt, einer zweiten Pubertät und ihn nach ihrem Geschmack geformt. Jetzt war sie nicht mehr da, aber der Abdruck ihrer Hände blieb. Deshalb konnte er sie nicht vergessen. Ihm war nicht klar gewesen, wie wenig Sinn er als Mensch ohne Reese ergab, bis sie sich von ihm entfernte, bis ihr Fehlen so schmerzhaft wurde, dass er sich die Rüstung seiner Maskulinität zurückerwünscht und wie kopflos detransitionierte, um wieder ganz fest darin zu stecken.
Jetzt lebt er also seit 3 Jahren wieder in einem testosteronabhängigen Körper. Doch auch ohne die Spritzen und Pillen hatte Ames geglaubt, er hätte so lange Androgenblocker genommen, dass seine Hoden verkümmert und für immer unfruchtbar waren. Das erzählte er auch Katrina, als sie am Abend der jährlichen Easter Cake Hunt der Agentur zum ersten Mal Sex hatten. Er sagte ihr, dass er unfruchtbar ist. Nicht, dass er eine Transfrau mit verkümmertem Hoden gewesen ist. Ames geht die Unterlagen in der Mappe durch, die Katrina mitgebracht hat. Unter den Ausdrucken von ihrer Ärztin liegen noch andere Ausdrucke, die nach Internetforen aussehen. Was ist das? Ihre Hand landet auf ihrem Bauch. Er ist flach, kein Babybauch, aber sie hat schon die Haltung einer Schwangeren. Also, ich weiß, du hast gesagt, du bist unfruchtbar. Aber ich habe nachgelesen. Vasektomien sind zu 99% erfolgreich. Aber ich habe einen Thread gefunden von Männern, die trotzdem eine Frau geschwängert haben. Er hebt eine Hand. Ey, warte mal kurz. Ich habe nie gesagt, dass ich eine Vasektomie hatte. Sein Büro ist wie alle Büros auf diesem Gang nur durch eine Glasscheibe vom Flur getrennt. Es liegt am Ende des Gangs neben der Nische mit dem Kopierer, dem Wasserspender, der Kaffeemaschine und einem kleinen Küchenschrank, in dem es infolge der jüngsten Initiative der Personalabteilung nur gesunde Bioprodukte gibt. Das Verkehrsaufkommen im Flur ist den ganzen Tag über konstant. Er würde sein Büro nicht unbedingt als idealen Ort bezeichnen, um sich als ehemalige Transfrau zu outen. Nein, aber wir haben monatelang kein Kondom benutzt und ich dachte die ganze Zeit, ja, was hast du denn damit gemeint? Sowas wie niedrige Spermienanzahl? Mein Testosteron war eine Zeit lang sehr niedrig. Er bemüht sich, seine Stimme normal klingen zu lassen, dem Drang zu widerstehen, sie nervös zu senken. Und in der Zeit sind meine Hoden verkümmert und mein Arzt hat gesagt, dass mein Sperma das nicht überleben würde. Als ich Ames zum ersten Mal ein Östrogenrezept besorgen wollte, ging er zu einem sanftmütigen älteren Endokrinologen, der TranspatientInnen nicht aus besonderem Interesse annahm, sondern weil Transmenschen so froh sind, bei mir in Behandlung zu sein. Der größte Teil seiner anderen PatientInnen litt an hormonellen Störungen, die sie emotional unausgeglichen machten. Nachdem dieser Endokrinologe die Dankbarkeit von Transmenschen entdeckt hatte, machte er seinen Terminkalender mit ihnen voll. Ames, der keine Transtherapie gemacht und keins der Papiere hatte, die die meisten Hormon-Gatekeeper verlangten, machte sich vor dem Termin wochenlang Sorgen, der Endokrinologe würde ihn für nicht richtig trans erklären und ihm die Hormone verweigern. Nachdem er gehört hatte, dass der Arzt Wertschätzung wertschätzte, quoll er bei seinem Termin vor Dankbarkeit über und verließ die Praxis folglich mit einem Rezept für injizierbares Östrogen. Beim nächsten Mal bekannte der Endokrinologe, vielleicht war ich da etwas vorschnell, ich hätte mehr zum Thema Unfruchtbarkeit sagen müssen. Er erklärte Ames, dass innerhalb der ersten 6 Monate eine Hormonersatztherapie dauerhafte Unfruchtbarkeit einsetzte und empfahl ihm, zu einer Samenbank zu gehen. Am nächsten Tag nahm Ames seinen Mut zusammen und rief bei der Samenbank an. Er wollte über Vaterschaft nicht nachdenken, die letzte Feder am Hut der Männlichkeit, zwang sich aber trotzdem anzurufen. Die Sprechstundenhilfe nannte ihm die jährlichen Kosten für die Spermienspeicherung, die seinem Kabeltarif glichen, was wohl ein angemessener Preis dafür war, die Lebensfähigkeit seiner künftigen Erblinie zu erhalten. Sie schaltete ihn in die Warteschleife, um einen Termin zu vereinbaren. Und zu Vivaldi erwog Ames, sein HBO-Abo zu kündigen, um die Samenbank bezahlen zu können. Er konnte das enorme Gewicht von Vaterschaft und Abstammungslinie nicht ganz erfassen, aber er erfasste sehr wohl, wie ungern er HBO kündigen wollte. Ohne weiteres darüber nachzudenken, legte er auf. Und als im Frühling seine Brustwarzen weh zu tun begannen, ging er davon aus, dass es zu spät war. Je mehr sie schmerzten, desto weniger schnürte ihm der Gedanke ans Vatersein die Luft ab. Jetzt, da Katrina in seinem Büro saß, musste er sich zum ersten Mal damit beschäftigen,
dass er offenbar ein Kind gezeugt hatte. Bald, sogar sehr bald, würde er aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, die andere Entscheidungen nach sich zog, die Generation weiterer Entscheidungen mit sich brachten. Well, apparently, Ames, formerly known as Amy, has fathered a child. And let's talk about detransition. Yeah. And just talking about the possibility of detransition feeds a delusion of phonetics. That's what you say in your novel. Uh-huh. What do you mean? What I mean is that for a long time, talking about detransition was taboo. Because detransition, sorry, I'm going to have a little bit of water. Detransition was weaponized against trans people. So if you said that, oh, I want to detransition, it gave credence to the idea that actually a lot of trans people transition and have regrets. And so if you detransition, your story gets used as a weapon that, oh, don't transition because look at this person, they've regretted it. And one of the things I was trying to do in this book was to take back that narrative of detransition, to say, why do people detransition? Is it because everybody has regrets? And I wanted to say that no, actually, most people detransition because life as a trans woman is difficult, not because they were wrong about their gender. And then on top of that, so I wanted to say also that like this, the way that it's been taken and weaponized felt wrong to me. That actually what ended up happening is people who detransition end up feeling ashamed and they end up getting cast out. And by talking about it openly, what I hoped is that actually it could build a bridge between people who have detransitioned and people who are still trans. Because the possibility of detransition is only for those of us who have first transitioned. This thing, which has been turned into a weapon, should belong to us. And then lastly, I also wanted to say basically about detransition, so what? The idea that like if you detransition, you've ruined your life, it seems cruel to me. The idea that like, oh, somehow you're like an outcast or your body's no good anymore, whatever. And that like regret should be a thing that keeps you from ever trying anything. My example for this is the question of jobs. The like, why is regret something that is so dangerous? If you move across the country for a job or you move to another country for a job and it doesn't work out, nobody says you should never get a new job, that you should just stay at the same job your entire life. Instead, they say, actually, you should move forward. And when you return from that job that you failed at, you don't get those years back. Same as if you've transitioned, you don't go back automatically to being the person that you were before you transitioned. Like, life is a series of forward steps. And basically that should be destigmatized, that people should have the freedom to figure out where they are in gender, that gender is actually quite complicated, and usually you don't get it right the first time. It's not like, for me, even with my gender, it wasn't like I started transition happened, and I was like, yep, this is exactly right. I'm perfectly the woman that I thought I would be. No, I had to mess around, I had to make mistakes, I had to have, move this way, go back, go forward. And that letting transition be a weapon against making choices stops people from exploring and actually learning who they are. It shouldn't be something that people should be ashamed of. And so I write about it openly, even though it has, the risk of seeming like it could be weaponized against trans people. Oh, thank you. Yeah. By some coincidence, for our magazine, we asked a different transsexual or trans woman, like for an interview. Her name is Phoenix Cunard. Uh-huh. And she said when she's on a date and she finds out that this guy dates her just because she's transsexual, and this really, brings her into a bad mood. She dumps this guy immediately. So have you ever been fetishized, and how do you deal with it? Well, here's another difference between me and another trans woman to just show that like it's not monolithic. The idea, like I actually, this is a thing, the word is chasers, men who only like trans women. Now, someone can like somebody for a lot of different reasons, and the idea that I would automatically reject somebody because they find me attractive seems crazy to me. It's like, you don't get to choose
who finds you attractive, you get to choose from amongst the people who find you attractive. And so if someone comes to me and they're like, I think you're really hot, I love your body, this is the way it is, I'm not like, oh, you're a fetishist, get away from me. I'm like, oh, that's nice, I like that. Mm-hmm. So then you have to ask, why do you find me attractive? And if the reason is that they're just attracted to me, great. The danger is, I feel like one wants to be more specific about this. Do you find me attractive because you don't care about my personality and you only care about my body? Which is the same that like all sorts of other women face. This isn't, you don't just get rid of all men who find women attractive. You're like, why do you do this? What are you into? And then if you discover basically what the guy is into is something problematic, sure, get rid of him. Or the other thing that I think happens is that a number of men who are interested in trans women are interested because they have feelings about the gender themselves, that they may not themselves be men, and that they may be trying to sort of learn about themselves through you. And that can also be a bad experience, where you're like, I thought that I was attractive, but in fact, I was like an experiment for you to learn about yourself. So I think the idea of like looking to what men want from trans women is much more important than blanket judging that men like trans women. I think that trans women are beautiful. I think trans women are very attractive. And so I sympathize with men who find them attractive. And I just want to know basically like, what is it that you find attractive? But you know, also again, there are a lot of trans women who would tell me I'm wrong and get off the stage. Really? Oh yeah, they'd be like, no, that you know, this like, they would be like, this nuanced point of view that you have doesn't correspond with reality. You're gonna send me on a bunch of bad dates. You know, and I sympathize with that, but this is how I, you know, again, it's just how I feel. And I think that's kind of the fun of writing it in books, is that you, instead of it being like, here's how it is for everybody at all the times, it's an open debate. Just like nobody in this book is correct, no one trans woman has like the answer to how you should date as a trans woman. And the problem is that we're like in a place where we feel like our job is to explain, here's how it is always, all the time for all trans women. That it just doesn't work that way. So one last question, because like then it's on the audience, like whether we want to listen to Inga once more, or like maybe talk to you in private. I just wonder, as you just said, and like moving on is all like stepping forwards, and it's as time changes, everything seems at this point everything seems a whole lot easier than within the late 90s, and because of visibility, there's hardly any advertisement without a black woman, a black man, a gay man, and there are some coffee spots even, and they chose transsexual women like to witness this is the best coffee. So yeah. It feels like the world is changing, but there's still lots of unouted people out there, yeah. You know, whether they're gay or bisexual or trans. And what do you wish for these people? What do you want to be changed for these unouted people? I mean, basically, what I think is like, again, there's these narratives of like, okay, if you're trans, you should come out and that will make your life better. That's what I was told. And oftentimes I simply didn't believe it. You know, why did it take me till I was 30 to transition? It's because, okay, you tell me that my life will be better when I come out. Well, in some ways it was better. In a lot of ways it wasn't better. And part of what I think is important is having all of the information. And having all of the information is about having, like, for me, this isn't the only book that trans people should read. You should read a whole bunch of books, a bunch of different opinions. And then when you actually see what it's really like, you can make an informed decision without fear, without guessing, without having to take a leap. And so I think it's less about, do you see a picture of someone who looks like you drinking coffee and laughing? Who cares? That doesn't actually affect your life. The thing that makes a difference is, do you have a culture that you can move into that can explain what it means to you, so you can actually that you can actually make an informed decision around your fear, around knowing that your fear is real and it's valid, and you might still want to do it anyway. Well, I just want to thank you for this night, for this evening, and for this novel, because like I really loved reading it, because
it's so tricky. It's so, it opened my eyes and I laughed so much reading your book, because like this, I liked it for the dialogues very much. And it's for you, it's on you to talk to the audience about this coming up series you're supposed to write. So you're going to be a writer of your own series even. Maybe you can reveal like some actors or some spots, or will you be in your series yourself, like a camouflage? No, I absolutely never want to be in front of the camera, despite having been in front of the camera tonight. So I'm turning it into a sitcom, which I think is like part of I think of the art of trans culture is not always doing something head on, not always saying, well, I'm going to make an argument in sort of an essay about why everybody should accept trans people. For me, the more subversive thing to do was to turn this into something like a 90s sitcom, because if you think about what happens when you watch a sitcom is you work hard, you're tired, you go home, and you turn on a sitcom because you want to hang out with your friends. Like if you watch Friends or whatever, it's a sense of like, these people are friendly, I like them, I want to hang out with them. And so I feel like the most subversive thing to do, instead of doing some gritty story about how trans people overcome, which a lot of those are good, you know, but instead of doing that, what if you made a show where people just went home and they're like, I just really want to hang out with my trans friends. I just really like them. And I think that there's a precedent for this. The precedent that I can think of, and you can say it's a bad show, and a lot of people do, but Will and Grace, I think about it in the 90s, that there were all sorts of people who had never hung out with gay people and probably still haven't, but in at least in the United States, they watched Will and Grace and it changed their minds. And so I think that the place that art can do things is like sneaky around the sides, around, you know, strange ways of building bridges that people wouldn't expect. So, you know, right now I'm in the process of convincing Amazon that this is a good idea. Which means that like no one's been cast yet in it, and we're working with, you know, finding a director, and I'm writing the series and I'm trying to get the right tone to both do this work and be a good show that you want to watch. Deine Hoden sind verkümmert? Fragt Katrina verwirrt. Ich fand sie ganz normal. Ja, pflichtete er ihr bei. Gut, sie sind jetzt nicht riesig oder so. Nein, riesig nicht, bestätigt Katrina und fügt dann aufmunternd hinzu. Aber völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite der Glaswand bleibt Karin aus der Grafikabteilung stehen, um einen Müsli-Riegel auszupacken. Ames wird plötzlich bewusst, dass Katrina und er mitten im Büro über seine Eier plaudern. Als Ames in der Agentur angefangen hatte, weihten ihn die KollegInnen umgehend in den Klatsch über Katrina ein. Schlimme Scheidung. Sie hatte ein paar Monate vor seinem Vorstellungsgespräch ihren Mann verlassen. Es hieß, sie hätte in ihrem Büro geweint und dann ihre Sekretärin angewiesen, seine Anrufe nicht mehr durchzustellen. Er hätte sie betrogen, sagte einer. Nein, nein, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt. Falsch, sagte noch wer anders. Sie hätten finanzielle Probleme. Es wurde in einem Ton spekuliert, der genauso sensationslüstern wie pflichtschuldig war. Während des ersten Jahres, das Ames für Katrina arbeitete, behielt sie ihr Privatleben für sich. Dann aber, als ihre Affäre schon eine ganze Weile ging und sie sehr oft miteinander geschlafen hatten, brachte sie das Thema auf ihre Scheidung. Sie lagen in seinem Bett, jeder auf einer Seite, die Gesichter einander zugewandt, er auf den Ellbogen gestützt, ihr Gesicht auf einem seiner waldgrünen Kissenbezüge und ihr glänzend braunes Haar fiel in Stufen über das Kissen und das Bett. Die Nachttischlampe hinter ihr beleuchtete die sichelhaften Konturen ihres Gesichts. Instinktiv nahm er aber auch die Kurve einer Braue wahr. »Du hast im Büro ja von der Fehlgeburt gehört«, sagte sie. Dummerweise habe ich mit ein paar Leuten drüber geredet. Abby, irgendwas zu erzählen, ist ein Fehler. Er lachte, denn ja, Abby war eine Plaudertasche. Wenn man sich scheiden lässt, sagte sie nach einer kurzen Pause, erwarten alle eine Geschichte, mit der man das rechtfertigt. Jede geschiedene Frau, die ich kenne, hat zur Erklärung so eine Geschichte. Im echten Leben haben die Geschichte und die wahren Gründe für die Scheidung aber wenig miteinander zu tun. In Wirklichkeit ist es viel ambivalenter.
Meine eigenen Gründe sind eher ein Klang als eine Folge verschiedener Ursachen und Wirkungen. Aber wenn ich darüber spreche, erwarten die Leute Ursache und Wirkung. Also ein klares Warum. Okay, sagte Ames. Und was ist der Klang deiner Scheidung? Ich nenne es gern den heterosexuellen Ennui. Verstehe. Und leidest du immer noch unter dem heterosexuellen Ennui? Fragte Ames und umfasste mit einer Geste das gesamte Tableau ihres postkoitalen Schlafzimmers. Ich hatte eine Fehlgeburt, erwiderte sie barsch und ließ damit die Luft aus seiner Ironie. Schnell entschuldigte sich Ames. Katrina verlagerte ein Kissen und als sie sich Ames wieder zuwandte, wirkte ihr Gesichtsausdruck belustigt. Siehst du, was zu beweisen war? Als ich heterosexueller Ennui gesagt habe, hast du nachgefragt. Aber als ich Fehlgeburt gesagt habe, hast du dich sofort entschuldigt. Deshalb ist die Fehlgeburt die offizielle Story meiner Scheidung. Da fragt keiner nach. Fehlgeburten sind was Privates. Also ist meine Fehlgeburt der Freifahrtschein, um aus der Nummer rauszukommen. Eine Scheidung, an der Danny keine Schuld trägt, Trauer um etwas, das man nur schwer benennen kann. Die Leute denken, dass die Trauer einen schmerzhaften Keil zwischen das Paar getrieben hat. Niemand kann was dafür. Alles stillschweigend. Niemand fragt, wie es mir eigentlich nach der Fehlgeburt ging. Wie ging es dir denn nach der Fehlgeburt? Fragte Ames. Ich war erleichtert. Erleichtert? Ja, ich war erleichtert und habe mich deshalb wie eine Psychopathin gefühlt. Ich habe die ganzen Artikel über Fehlgeburten in Frauenzeitschriften gelesen und überall stand, ich würde Schmerz und Schuld empfinden. Überall wurde mir versichert, es wäre nicht meine Schuld. Es läge nicht an dem ein Glas Wein, das ich mal getrunken hatte oder an dem italienischen Riesensandwich mit dem Industriefleisch, das ich mir nicht verkneifen konnte. Dabei dachte ich überhaupt nie, es wäre meine Schuld. Schuldgefühle hatte ich nur, weil ich keine Schuldgefühle hatte. Nach einiger Zeit habe ich mich dann gefragt, woran das liegt. Warum bin ich eigentlich erleichtert? Daraufhin habe ich mir dann meine Ehe mal genauer angesehen. Ja, ich war erleichtert wegen etwas, das ich mir nicht hatte eingestehen wollen. Ich wollte nicht mehr mit Danny zusammen sein. Aber wenn wir ein Kind bekommen hätten, hätte ich das gemusst. Danny war ein guter Freund, als ich jünger war, als wir aufs College gingen. Wie ein Bernhardiner ein guter Hund ist, wenn man sich in den Bergen verlaufen hat. Ein großer, liebenswürdiger Körper, hinter dem ein Mädchen Schutz suchen kann. Danny verkörperte die Vorstellung davon, wie ein Mann sein soll. Eine Vorstellung, die ich geerbt habe, vielleicht weil ich in Vermont aufgewachsen bin. Wir sahen gut zusammen aus. Ich wusste schon ganz früh, unser Hochzeitsfoto würde aussehen wie aus einer Zeitschrift. Also habe ich ja gesagt, als er mir den Antrag gemacht hat. Obwohl der Sex in den 2 Jahren, die wir zusammen waren, nie länger als 15 Minuten gedauert hat, inklusive Vorspiel. Und obwohl ich schon nach den berühmten 3 Monaten für ihn die Wäsche gemacht habe. Einmal habe ich gewitzelt, meine Ehe wäre wie ein Push-Up-BH. Sieht ziemlich gut aus unterm T-Shirt, aber man weiß, dass alles nur Polsterung ist und kann es kaum erwarten, das Ding am Abend auszuziehen. Meine Freundinnen haben gelacht, aber mir wurde eiskalt, weil mir aufgegangen ist, dass ich unwillkürlich die Wahrheit gesagt hatte. Und die war schrecklich. Ames hörte zu. Sie hatte ihm mal gesagt, ihr gefalle, dass er offenbar nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit empfinde, etwas zu sagen oder ihr einen Rat zu geben, wenn sie laut über etwas nachdenke. Katrina nahm ihre Ohrringe ab und legte sie auf den Nachttisch. Danny und ich sind mal mit einem anderen Paar nach Dartmouth gefahren, Pete und Laia. Nachdem sie von Seattle nach New York gezogen waren, haben sie so Abende veranstaltet, wo sie andere Ehepaare zum Pie-Essen und Cheers-Gucken einluden. Das waren Leute, die gern bergsteigen und sich selbst Feinschmecker nennen. Alle außer mir waren sehr, sehr weiß. Cheers war Teil ihrer komischen Hipster-Ironie.
Alle haben sich darüber kaputt gelacht, wie man in den 80ern mit Sex umgegangen ist, als wären wir seitdem so viel weitergekommen. Dieser Aufreißer Sam Malone und diese grelle Möchtegern-Feministin, die in Wahrheit verrückt nach Schwänzen ist. Wie hieß die nochmal? Keine Ahnung, vergessen. Diane, sagte Ames. Ja, Diane. Ich erinnere mich noch an einen Abend, nachdem ich das Baby verloren hatte. Alle Männer haben sich, kaum dass wir saßen, um ihre Frauen gefaltet und die Frauen haben sich in die Arme ihrer Männer gekuschelt. Lauter gepaarte Tiere. Die wirkten plötzlich alle wie Affen, die sich gegenseitig das Fell lausen. Mich hat das abgestoßen. Danny hat sich auf der Couch zurückgelehnt und seine langen Arme ausgebreitet, damit ich mich wie alle anderen guten Gattinnen reinlegen konnte. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe steif neben ihm Platz genommen und mit bestimmt 30 Zentimetern Abstand. Die Gastgeber haben Cheers angestellt und wir haben geguckt, wie sich Männer und Frauen schreckliche Sachen sagen und gelacht, als hätten wir nicht genau dasselbe gemacht. Oder machten es immer noch. Hm, sagte Ames und nickte. Danny hat mich die ganze Zeit so verletzt angesehen, fuhr Katrina fort. Er wusste wohl gar nicht, was er schlimmer fand. Was ich denke oder was unsere Freunde denken. Aber mir war das egal. Es gab in dem Moment nichts, was mir gleichgültiger gewesen wäre als seine verletzten Gefühle. Ich dachte nur, er hatte mich zurück. Ich dachte nur, er hat mich zugrunde gerichtet. Eine Psychopathin aus mir gemacht. Meine Gedanken waren auf ihn fokussiert, als wollte ich ihn damit niederstechen. Die ganze Zeit gingen mir immer wieder die Worte durch den Kopf. Wenn du mich nicht so aufregen würdest, wäre ich nicht so froh, das Baby verloren zu haben. Das war bestimmt nicht fair, geschweige denn logisch. Aber da habe ich begriffen, dass ich schon lange so empfand. Ich hatte mich nur nie getraut, es in Gedanken auszuformulieren. Aber irgendwas an der Selbstgefälligkeit dieser Situation hat das freigesetzt, sein Schoßäffchen zu spielen und so zu tun, als hätten wir uns zu Menschen weiterentwickelt. Katrina beendete ihre Geschichte mit einem freudlosen Lachen. Außerdem habe ich ungefähr zur gleichen Zeit seine geheime Pornosammlung mit den Asiatinnen gefunden. Er hatte eine geheime Pornosammlung mit Asiatinnen? Ein paar auf seinem Computer und dann noch DVDs. Asiatinnen anal oder sowas. Ich weiß nicht, sagte Ames. Wenn ich Asiatin wäre und mein Mann hätte eine Pornosammlung mit Asiatinnen, dann würde ich mich wahrscheinlich eher geschmeichelt fühlen. Das heißt ja zumindest, dass er mich attraktiv findet. Nein, sagte sie. Du verstehst das nicht. Das heißt, du kommst zu der gruseligen Schlussfolgerung, dass der Mann, den du geheiratet hast, nach allem, was ihr durchgemacht habt und nach all den Jahren, in denen ihr versucht habt, euch wie Erwachsene zu verhalten, vielleicht nur mit dir zusammen ist, weil er einen Fetisch für Asiatinnen hat. Dabei habe ich mich selbst nie wirklich wie eine Asiatin gefühlt. Er konnte mich nicht mal angemessen fetischisieren. Wie nennt man solche Chaser nochmal? Fragte Ames. Solche was? Urplötzlich wurde ihm kalt und er zog die Decke um sich herum. Es kam ihm vor, als wäre er blindlings in einen Wintersturm gelaufen und stünde jetzt auf einem nur hauchdünn mit Eis bezogenen See. Er kannte Chaser bisher nur aus einem Kontext, wie Trans-Chaser. Wie nennt man Chaser, die auf Asiatinnen stehen? Sie sah ihn abschätzend an. Reis-Chaser, sagte sie tonlos. In Vermont, wo ich aufgewachsen bin, haben die Kinder mich, wenn sie meinen Vater und meiner Mutter zusammen gesehen haben, immer damit geärgert, dass mein Vater Gelbfieber hätte. In diesem Moment begriff Ames, dass sie dachte, es wäre ihm um ihn selbst gegangen. Dass sie dachte, er wollte wissen, welcher beleidigende Begriff der richtige für ihn wäre, nachdem er mit ihr geschlafen hatte.
Er unterdrückte das überwältigende Bedürfnis zu protestieren, ihr zu sagen, oh Gott, nein, ich würde niemals denken, dass ich abgestempelt bin, wenn ich Sex mit einem bestimmten Menschen habe. Ich weiß selbst so genau, was es heißt, fetischisiert zu werden. Wie es ist, wenn jemand denkt, mich zu begehren, würde ihn herabsetzen oder erniedrigen. Doch selbst in diesem Moment schien ihm ein solches Eingeständnis zu riskant. Was, wenn sein Coming-out als ehemalige Transfrau bedeutete, dass sie nie wieder mit ihm ins Bett ging? Wenn es das Ende ihrer beruflichen Zusammenarbeit war? Nein, besser er wartete auf den passenden Moment. Ab und zu musterte Ames Katrina und stellte sich vor, wie es wäre, es ihr zu sagen. Wie sie reagieren würde. Wenn er allein war, sagte er sich, dass es ihr ganz vielleicht sogar gefiele, dass der eigentliche Grund für ihre Scheidung von Danny sexuell gewesen war, dass sie zwar nicht richtig queer war, aber eben auch nicht wirklich auf Hetero-Eheleben stand. Tatsächlich war sie ein Freak im Bett. Ihr Sex war wilder, als es sich in seiner ersten Verliebtheit vorgestellt hatte. Beim ersten Mal waren sie betrunken gewesen und einer ziemlich typischen Heterodynamik gefolgt. Ihr zweites Mal, stocknüchtern und am helllichten Tag eine Woche später, als sie sich einen Tag Homeoffice genommen und ihn als ihren Mitarbeiter angewiesen hatte, dasselbe zu tun, hatte definitiv etwas Queeres gehabt. Sie hatte in der Küche den Kühlschrank aufgemacht und sich hineingebeugt. Der Anblick ihrer Figur von hinten und ihre greifbare sexuelle Spannung hatten ihn buchstäblich auf die Knie sinken lassen, um den Arsch in ihrer Jeans halb zu küssen und halb zu streicheln. Sie sah sich mit irgendwie betroffenem Gesichtsausdruck zu ihm um und griff ihm gleichzeitig in die Haare. »Ist das wirklich in Ordnung für dich?«, fragte sie. »Wenn umgekehrt ein Mann seiner Mitarbeiterin sagen würde, sie soll sich einen Tag frei nehmen und zu ihm kommen, ich wäre entsetzt.« Da seine Haare um ihre Finger gewickelt waren, konnte er den Kopf nicht zurücklegen und musste ihrem Hintern antworten. Sein Mund war vielleicht 2 Zentimeter von ihrer rechten Arschbacke entfernt, als spräche er in ein Mikrofon. »Ich finde das sogar großartig, wirklich«, versicherte er ihrem Hintern. »Für mich ist das der Himmel. Ich stehe auf Frauen, die mich rumkommandieren. Und dass du auch noch meine Chefin bist, muss irgendein geheimes Geilheitslevel freigeschaltet haben. Du hast mein Einverständnis oder was auch immer du willst, wenn nur mein Gesicht bitte hier bleiben kann.« »Soll ich vielleicht noch ein bisschen mehr die Chefin markieren?« Er blickte zu ihr auf und konnte sein Glück kaum fassen. Eine dominante Frau, die ihm gegenüber tatsächlich das Sagen hatte. Oh, ein Sechser im Lotto. »Ja«, sagte er, »bitte!« »Gut«, sie lachte und drehte sich so um, dass sie ihn ansehen konnte und seine Nase auf einer Höhe mit ihrem Unterleib war. »Du erstellst mir eine PowerPoint-Präsentation, warum ich dir erlauben soll, dass du da unten bleiben und dein Gesicht an meine Möse legen darfst.« Er schloss die Augen und atmete glücklich ein. Langsam dämmerte ihm, dass dieses Spiel sie genauso anmachte, und so löste sich eine der Kalkschichten, die ihm die Libido verkrustet hatten, und damit auch sein Herz und damit auch sein Leben. Ja. Thank you all so much.